Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's, Marvin. Und Leute, heute wird mein Bruder Calvin geprankt. Und zwar kennt ihr doch alle noch den Babypuder-Prank, so hieß der, glaube ich. Ich würde sagen, ich blende nochmal einen kleinen Clip ein. So, guck mal, jawohl. Das verteile ich jetzt noch schön. Boah, Alter. Was ist das, Alter? Denk mal. So, und da hat mein Bruder mich ja mit dem Babypuder und dem Berliner geprankt. Und Leute, ich habe eingekauft. Und zwar, okay, ich zeige erstmal den Einkauf. So, dann haben wir hier die Produkte. Ihr habt gesehen, Donuts waren am Start, Babypuder und Leute, wir haben Essig. Was ich damit vorhab, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. So, ich werde jetzt die Donuts hier präparieren mit dem Babypuder, also drüber streuseln. Ja, so dass das aussieht wie Puderzucker, weil ja, wir gönnen uns heute ein bisschen so wie so ein kleiner Cheat Day, einfach ein paar Cheat Meals reinhauen. Und ja, dann, ich werde nicht zu dem gehen und die den direkt geben, weil sonst denkt er natürlich, da ist irgendwas dran. Ich warte heute, bis der in mein Zimmer kommt, dann tue ich so, als ob ich einen Donut esse oder ich esse einen lasse ich so, wie der ist. Tue so, als ob ich ihn esse. Und dann wird er schon fragen, ey, was mit den Donuts? Kann ich einen? Weil wir haben die ja zusammengeholt. Ja, also warte ich, bis der kommt und gibt den dann den Donut. Dann wird er den essen. So. Und ich werde jede Flasche hier in der Nähe, also hier auf der oberen Etage, werde ich diese Essigsäure, Essigessenz, ja, in das Wasser tun. Also von jeder Flasche, die hier ist. Und dann muss ich auch nochmal gleich in sein Zimmer gehen. Überall ein bisschen Essig rein. Ja, ich hoffe, das wird er nicht vorher trinken. Ansonsten muss ich jetzt erstmal hier meine Flaschen überall Essig reinmachen, weil danach will der bestimmt was trinken. Ich glaube, ich mache das Badezimmer auch zu, damit er nicht direkt ins Badezimmer rennt und da was trinken will. Ja, ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Okay, dann würde ich mal sagen, präparieren wir die Donuts. Let's go! So, hier sind die Donuts. Ich mache die jetzt von unten auf. So, hier haben wir die Donuts. Riechen sehr lecker. Hier haben wir unser berühmt-berüchtigtes Babypuder. 700. Okay, habe ich ja eh schon beim Einkaufen gezeigt. Babypuder, Leute. Okay, man erkennt es schon. So, wie geht das jetzt auf hier? Einfach drehen oder was? Okay, so, zack. Jetzt muss ich diese Kappe hier abmachen. Und dann geht's auch schon los. Los geht's. So, das tun wir weg. Was soll das hier? Ey, der will nicht weg, ne? Ist das dein Ernst? Okay, scheiß drauf. So, schön drüber mit Babypuder. So. Ich denke mal, der hat eh schon vergessen, wie die Donuts aussehen. Ob da jetzt ein bisschen Puder drauf ist oder nicht, wird er schon nicht merken. Das sieht ja echt aus wie Puderzucker. Nice. Schön drüber hier. Bam, 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 bam. Boah, wie das staubt. Leute,
Schön. Hier wird nicht gespart an Babypuder. Ich mache extra ein bisschen mehr jetzt drauf, weil ein bisschen wird er auch noch abgehen. So. Leute, die sind, würde ich mal sagen, schneeweiß. Aber sieht echt sehr lecker aus, wenn man... Ach, ich habe jetzt alles gemacht, scheiße. Egal, dann muss ich halt einfach so tun, als ob ich einen esse gleich. Boah, zieht euch das rein, das ist alles Babypuder. Ich werde jetzt auch nochmal in die Packung tun. Ja, das mit dem Essig mache ich dann gleich. So, Thumbnail ist im Kasten. Und dann würde ich sagen, warten wir, bis Calvin kommt. Ah ja, warte, das Essig, das kann ich schon mal in meine Flasche tun. Davon trinke ich dann einfach nichts. So, meine Wasserflasche. Oh shit. So, tun wir mal hier rein. Das sind, das ist irgendwie 25% Säure, also ein bisschen reicht das schon. Das ist jetzt sehr viel. Dann schütteln wir das Ganze nochmal. Ja, Essig-Essenz, also pur, wie Säure ist das. So, erste Flasche schon mal im Kasten. Oh, scheiße, das schäumt jetzt. Ah, geht. So, die erste Flasche wieder zurück an den Platz. Okay, ich schaue jetzt nochmal im Flur, ob da noch Flaschen stehen. Dann werde ich die auch noch präparieren. Und vielleicht noch in Calvins Zimmer. Mal gucken. Okay, Leute, ich habe jetzt gesehen, Calvin hat in seinem Zimmer auch noch Flaschen. Ich glaube, ich schließe das Badezimmer und sein Zimmer ab, damit der davon nichts trinken kann gleich, weil das wird jetzt zu auffällig, wenn ich da hingehe und da jetzt Essig rein tue. Und vor allem, wenn er jetzt schon trinkt, dann merkt er, dass da schon Essig drin ist. Deswegen schließe ich dein Zimmer gleich ab und das Badezimmer. Dann kann er nur von diesen zwei Flaschen, die ich gerade schon präpariert habe, trinken. Dann geht's los und wir sehen uns, wenn Calvin kommt und seinen Donut abholen will. Bis gleich. Wollen wir noch einkaufen? Müssen wir noch einkaufen? Nö, das ist meist umgebucht. Ja? Brauchst du jetzt privat noch was? Oder? Brauchst du noch was? Ja, wollte doch Quark kaufen. Ja, gibt einen Namen, wir sehen uns und so. Aber später ist erstmal chillen. Alter, wir lernen ja auch lange. Wir gehen ja noch was essen. Kennst du dir? Ja, willst du auch schon? Cheat-Tech oder was? Ja, aber was? Ja, ein kleines Essen kann ich ja tracken in den Kalorien. Ja, mach mal auf, ich hab schon ein bisschen auf. Ich wollte noch mal kurz was gucken. Na, Specki. Geht der Drucker? Ja, der geht noch. Muss gut. Muss kurz was drucken. Kennst du Babypuder? Alter, die armen Donut. Der Prank war's wert, Leute. Gebt einen fetten Daumen hoch für mehr Pranks. Und wenn euch diese Rache gefallen hat, Leute. Ansonsten, folgt uns gerne auf Instagram. Marfit Calvin Fitti. Da könnt ihr uns auch immer Ideen schicken. Und Leute, unsere neue Kollektion Black Gold Hoodies in Gold limitiert. Droppt am 23. November, Leute. Seid auf der Hut. Und ganz wichtig, Leute, zu jedem Hoodie gibt es eine unterschriebene Autogrammkarte von uns. Die werden wir auch noch unterschreiben, werden wir euch auch noch zeigen, wie wir die eigenhändig alle unterschreiben, Leute. Erster Link in der Beschreibung und in unserem Shop droppen die dann. Ja, die werden limitiert sein, sind richtig geil. Also freut euch schon mal darauf. Als Tipp auch gut für ein Weihnachtsgeschenk. Und ansonsten, Leute, würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace.
Peace.